So, da sind wir auch schon wieder zurück. Wir warten noch einen kurzen Moment, weil eben waren noch ein paar mehr Leute drin. Wahrscheinlich ist da ein bisschen langsamer das Internet oder sonstiges. Deswegen warten wir noch einen ganz kurzen Moment. Ich kann ja schon mal erklären, wie es aussieht. Wir machen jetzt ein Core-Training, also viel für den Rumpfbereich. Was wir brauchen im Endeffekt ist eine Hantel oder Wasserflasche etc., je nachdem, was ihr habt, und eine Matte. Ja? Und das ist schon das, was ihr braucht. Ich denke, jetzt sind wir ungefähr vollzählig, so wie eben. Vielleicht schalten noch ein paar andere Leute dazu. Freut uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Mein Name ist immer noch Timo und Jana an meiner Seite, beides Trainer im Frankfurter Club in Bornheim. Also wenn wir wieder offen haben, dann kommt uns besuchen. Und jetzt legen wir mit dem Core-Training los. Die erste Übung ist der Bärentatzenlauf. Jana macht einmal vor, ist die geheime Lieblingsübung. Genau, super. Wir gehen in den Vierfüßerstand, heben die Knie quasi vom Boden ab und dann laufen wir diagonal mit einem Arm und einem Bein nach vorne und dann kommt das andere. Gehen wir so weiter. Bereit? Super. Dann legen wir los in 3, 2, 1 und los geht's. Achtet hierbei wirklich darauf, dass ihr schaut, dass die Knie möglichst nah am Boden bleiben. Ja? Und die Hüfte macht keine Ausweichbewegung. Also ihr versucht wirklich, dass das nicht die Hüfte sich mitbewegt oder wackelt. Ja? Sehr gut. Bauch schön fest, Blick ist Richtung Boden. Ja, versucht das Kinn nicht zu verkrampfen, zu nah zur Brust ziehen oder zu weit weg. Blick einfach Richtung Boden gerichtet. 25 Sekunden noch. 6 Teilnehmer haben wir dabei. Super Sache. Aber ihr könnt mal ein Like für Diana da lassen. Die gibt hier alles für euch heute. Also nicht nur heute, aber 10 Sekunden. Super. Auch die geheime Lieblingsübung von einigen Trainern bei Primetime, kann ich mich erinnern. 3, 2, 1 und 0. Nächste Übung, seitliches Oberkörperbeugen. Das heißt, wir gehen einmal in die Seitstützposition. Und dann heben wir die Hüfte nach oben und nach unten. Wichtig bei dieser Übung, bitte darauf achten, dass ihr die Gesäßmuskulatur anspannt, also die Hüfte nach vorne schiebt, dass ihr wirklich eine Linie mit dem Körper bildet und nicht das Gesäß nach hinten rausstreckt. 3, 2, 1 und da ist auch schon das erste Like für Jana. Mehr als verdient, mehr als verdient. Zweiter Punkt, auf den man achten sollte, ist, dass die Hüfte eingedreht ist. Ja, genau, Jana, super, schon selbst bemerkt. 45 Sekunden noch, ist wahrscheinlich eine für Jana eine leichte Übung, gar kein Problem, ja? Weil du fit bist. Willst du jetzt das Gegenteil behaupten oder wie? 30 Sekunden noch, komm. Ja, das soll es ja auch sein. Wir wollen ja auch nicht nur die Zuschauer zu Hause verbessern, sondern auch die Trainer bei uns. 15 Sekunden noch. Komm, durchhalten. Alles geben. 10. Gleich geschafft. Gebt alles. 3, 2, 1 und 0. Bei 0 haben wir auf, gell? Ja, in der Schulter kommt es auch sogar an. Super. 3, 2, 1, andere Seite, so sieht es aus. Du hast es ja schon super vorgemacht. So, und jetzt mal Gesäß bitte nach vorne schieben. Nicht aufdrehen, Jana. Und da ist das zweite Like für diese schwere Übung. Siehst du mal? Hast du dir verdient.
Und noch 30 Sekunden. Sehr schön. Denke mal dran, bei diesen Übungen ist es wichtig zu lächeln, Jana. Dann schafft man es noch viel länger. Noch 20 Sekunden. Komm, halt durch. Und ihr zu Hause auch. Auf geht's. Komm. Gleich geschafft. Noch 10 Sekunden. Alles geben. Und 5, 3, 2, 1 und 0. Als nächstes gehen wir in den Vierfüßlerstand. Also darfst gerne auf der Matte bleiben, Jana. Machen Knee to Elbow. Das heißt, diagonal zueinander wird ein Arm und ein Bein gestreckt und wieder zueinander gezogen. 3, 2, 1 und los geht's. Achtet hier drauf, dass ihr wirklich Bein und Arm komplett ausstreckt. Der Daumen zeigt dabei nach oben zur Decke und der Bauch ist fest angespannt. Versucht hier nicht durchzuhängen im Rücken, ja, im unteren Rücken. 40 Sekunden noch, super. Auch hier wieder schön auf die Atmung achten bei diesen Übungen. Und drittes Like ist da. Puh, Jana wird zum YouTube-Star heute gekrönt. Jobsache. Hat sie auch mehr als verdient. Noch 20 Sekunden. Gleich geschafft. Wir werden natürlich danach die andere Seite machen. Die meisten haben es schon geahnt, würde ich mal behaupten. Komm, noch ein bisschen. 5, 4, 3, 2, 1 und 0. 15 Sekunden Pause, dann Seitenwechsel. Jana wird schon langsam warm. Bei dem kalten Wetter genau das Richtige. 3, 2, 1 und los geht's. Achtet hier drauf, dass ihr, wenn ihr das Bein nach hinten nehmt, den Fuß mit der Spitze leicht nach innen dreht. Ja, dass die Hüfte nicht aufklappt. Ja, wir wollen die Hüfte die ganze Zeit mit dem Hüftknochen zum Boden zeigen lassen. Genau anders drehen den Fuß, ja, ne? Mit der Spitze nach innen, genau. Super. 20 Sekunden. Ja, da merkt man schon den Chor, oder? Jana, was sagst du? Ja. 3, 2, 1. Die Beine gibt's on top sozusagen. So. Und 0. Wir kommen in den Stand zurück. Nehmen unser Gewicht oder Wasserflasche, je nachdem, was wir zur Verfügung haben, und machen jetzt ein einbeiniges Kreuzheben als nächstes. Genau, Jana macht einmal vor. Super. Und wir starten in 3, 2, 1 und 0. Achtet hier darauf, das Essentiellste bei dieser Übung ist, dass das Bein, was nach hinten rausgeht, komplett gestreckt wird und die Fußspitze angezogen wird. Wenn es komplett unter Spannung ist, werdet ihr merken, dass es eine ganz andere Körperspannung in der Übung ist und ihr viel leichter das Gleichgewicht auch halten könnt und weiter mit geradem Körper nach unten kommt. Wir wollen nämlich von der Ferse bis zum Kopf in der waagerechten eine Linie bilden. Schön das Bein strecken nach hinten. Komplett strecken. Und auch hier könnt ihr wieder die Fußspitze eindrehen, ja, dass ihr hier auch die Hüfte wieder nicht öffnet. 15 Sekunden noch. Und wie ihr auch hier bei Jana gut erkennen könnt, der Blick geht mit Richtung Boden. Und wenn wir nach oben kommen, ist der Blick einfach in die Gerade. 3, 2, 1 und 0. Machen dasselbe nochmal auf der anderen Seite. So, hier, wenn es hart wird, da sind ein paar Leute abgehauen, glaube ich. Ja?
3, 2, 1 und 0. Die Leute haben wahrscheinlich, wollten lieber Hit machen oder so. Das Chor war ihnen zu langweilig anscheinend. Ja. Denk an den Fuß, Jana. Schön eindrehen mit der Spitze. 40 Sekunden. Ich kann mich noch erinnern, so gerade Chor war immer eigentlich eine angenehme Abwechslung auch zum Hit-Training, was ich und meine Kollegen hier immer gerne gemacht haben. Also vor allen Dingen so Michael Schreiner, liebe Grüße an dich. Ne? Da haben wir uns immer gefreut, wenn Hit dran kam. 15 Sekunden. Wie seht ihr das denn, Leute? Schreibt es ruhig in die Kommentare. Was wollt ihr mehr machen? Welche Workouts? 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Super. Als nächstes gehen wir einmal noch auf die Matte und machen eine Single Leg Hip Bridge. Jana wird die Übung einmal vormachen. Wir stellen einen Fuß auf den Boden auf, das andere Knie wird zu uns angezogen und dann bewegen wir das Gesäß vom Boden weg. Genau. Kannst ruhig das Knie auch festhalten, ja, zu dir ranziehen. 3, 2, 1 und los geht's. Wichtig hier, wirklich Bauch fest anspannen und darauf achten, dass ihr nicht im unteren Rücken zu viel merkt, weil wir wollen das hier in der Gesäßmuskulatur merken. Ihr könnt euch helfen, indem ihr da, wo ihr das Knie nach oben bringt, hier einen Ball einklemmt und den festhaltet. Dann kommt ihr zwar nicht so weit nach oben, aber dann könnt ihr wirklich sicher gehen, dass ihr aus der Gesäßmuskulatur arbeitet und nicht aus dem Rücken ausgleicht. 10 Sekunden. Drei, zwei, eins und null. 15 Sekunden Pause, dann wechseln wir einmal die Seite. Jetzt ist die Musik hier ein bisschen disco-mäßig geworden, haben wir mal. Jana ist schon im Flow und macht Breakdance hier, wie ihr seht. 3, 2, 1 und los geht's. Top. Wenn ihr natürlich oben seid, komplett das Gesäß anspannen. Ah, Melina sagt, ich nehme, was kommt, freue mich über die Abwechslung. Freut uns, Melina. Wir denken uns natürlich auch immer was bei der Zusammenstellung. Aber noch schöner, wenn es dir auch gefällt. 20 Sekunden noch. Und Abwechslung schadet ja nicht. Ne, Jana? Da ist Jana einer Meinung mit mir. Soll es auch mal geben, ne? Ist halt so. 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und 0. Super, das war unser Core-Workout. Auch das habt ihr geschafft. Erstmal einen Riesenapplaus. Vielen Dank, dass ihr da wart. Hat uns Spaß gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Get up, stay home and work out, euer Primetime Fitness. Bis dann.